Wir machen heute Welten sichtbar, die für unsere Teleskope oft unsichtbar und für uns Menschen gar unerreichbar sind. So, und wenn das nicht cool genug klingt, habe ich gleich noch einen Überraschungsgast für euch auf Lager. Das würde ich an eurer Stelle auf gar keinen Fall verpassen. Ganz am Ende dürft ihr selber mal ran und euch ein Bild eurer eigenen Welt machen, basierend auf echten astronomischen Daten. Bevor wir jetzt aufbrechen zu den anderen Welten, lohnt sich auch mal ein Blick auf unser eigenes Sonnensystem. Denn bereits da gibt es eine diverse Vielfalt von unvorstellbaren und bizarren Welten. Das sind immerhin die einzigen Planeten, zu denen wir hinfliegen, Fotos aus nächster Nähe aufnehmen und sie damit genauer studieren können. Da geht es zum Beispiel los mit Merkur. Merkur ist dieser kleine Punkt hier in der Mitte, im Hintergrund die Sonne. Merkur ist so nah an der Sonne, dass seine Atmosphäre mit der Zeit verdampft ist. Das heißt, es gibt keine Luft zum Atmen, keine Winde, keine Stürme, aber auch keine Atmosphäre, die die Wärmestrahlung der Sonne speichern könnte auf dem Planeten. Daher ist die Tagseite des Merkur, die sonnenzugewandte Seite, extrem heiß und auf der Nachtseite haben wir so ungefähr minus 180 Grad Celsius. Und dann haben wir dann natürlich die Erde, aktuell ein Wunder und so oder so unsere einzig mögliche Heimat. Alles, was wir so gewohnt sind, gibt es nur hier. Luft zum Atmen, Jahreszeiten, Regen, Wolken und noch, muss man sagen, ein angenehmes Klima. Und zu was sehr viel CO2 in der Atmosphäre führen kann, das sieht man am besten an der Venus. Ein außer Kontrolle geratener Treibhauseffekt führt dazu, dass Wärmestrahlung der Sonne sehr, sehr gut gespeichert wird und den ganzen Planeten überall aufheizt auf Temperaturen eines Backofens. Jetzt ist unser Sonnensystem aber nur eins von unzähligen anderen Systemen in unserer Milchstraße. Bisher haben Astronominnen und Astronomen ungefähr 4000 andere Planeten jenseits unseres Sonnensystems gefunden. Fest steht, diese Exoplaneten sind alle viel zu weit weg. Wir können also nicht einfach hinfliegen und Fotos machen, so wie wir es in unserem Sonnensystem tun können. Also im Prinzip wissen wir gar nicht so genau, wie es auf diesen Exoplaneten ausschaut. Wirklich? Wir haben jetzt und hier die Chance, uns per Videocall mit Luís Calçada zu unterhalten. Luís ist Teil der Medienabteilung der ESO und verwandelt tagtäglich mit seinem Kollegen Martin Kornmesser astronomische Daten und Informationen in Bilder und Videos. Hi Luís, thanks a lot for joining us today. Hello there, nice to be with you guys. So to start, let me ask you, how would you describe your job at ESO? Very exciting because it's kind of like the bridge between two different areas that I am very passionate about. More artistic side, creating beautiful images, and of course they're 100% scientifically driven, so they're pure astronomy based images. Wow, not bad. So actually when I started here at ESO last year, I was really looking forward to working next to colleagues that are as passionate and driven. So it's really a pleasure to have you here. So let me ask you another thing. Luís, does science fiction play any role in your work? I mean, here you get the chance to also create something on the same level, but there's real science behind it. These are real places, these are real observations, real little corners of the universe. Wow, that's really impressive. Can you tell us a little bit more about the value of science behind the images of exoplanets? We have instruments that they can collect a lot of information. They can extract a lot of information from the light that we receive from the universe, but not always they are in the form of a beautiful image. They can just be a spectrum. They can be a Doppler shift in a spectrum, for example, something a bit more complex that the audience would not be able to extract information out of it. Scientists, they do. So they need somehow people like us that can create a data visualization or transform into an image that someone can actually look at it and become, you know, impressed. So I guess there's also a huge societal value behind creating these images, right? The general goal here or the fundamental goal is to get the science results to the public. We want to excite people with the science that these scientists are creating. And many times it's extremely exciting, you know. And it's also interesting that people are aware of organizations like ESO, which are publicly funded. So we want people also to be proud of the science that's been developed by the money that's being invested by us collectively as a society. Oh yes, I get that. So from my personal experience as an astronomer, I often felt that it's much easier to discuss science with fellow colleagues, for example, if we had images on hand. Did you make a similar experience at ESO? Oftentimes just they observe this object, they have the data in their computers for a couple of years and they're researching it and doing all the little sciencey stuff on data. But
I think probably they never had the time to properly imagine. So when they have the help of people like us here at TESOL doing these visualizations, they always are very happy then to see like a real visualization, let's say, of their own data. So I think they're often quite happy, and they end up using it in many different contexts. So let's talk about the other worlds out there, as promised. Luis, do you have a favorite exoplanet that you recently worked on? Take, for example, the planet WASP 76b that we released some science results a few weeks or a few months back. There's no real image. We just have some light arriving from the star. This light passes through the atmosphere of the planet, for example, and scientists can actually detect this light and decompose this light in its components. And we can see which parts have been absorbed by which chemical elements, and we can understand which chemical elements are in the atmosphere of the planet. Wow, and together with all the other science results, how do you think it could look like on that planet? It's probably a giant gas planet because of the mass and the size. From the distance, we can also infer the temperature. And we know from the dynamic of the orbits that it's going to be tidally locked. So that means with one face always looking at the star. So that means that face of the planet is going to be very, very hot, whereas the other side is going to be cold. And it's so hot that the temperature there can vaporize metals, for example. So we actually call this planet internally the iron rain planet, because from the day side to the night side, there has to be rain, but it's iron rain, and it's very spectacular to imagine this. Wow, that's incredible. Luis, thanks a lot for your time. I think in the name of everyone, many thanks, and see you around. Also ich finde es immer wieder spannend, bei uns mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, woher eigentlich diese ganzen coolen Bilder kommen, die wir hier an der Wand hängen haben. Wenn ihr jetzt Lust habt, zu Hause auch mal echte astronomische Daten in echte Bilder zu verwandeln, dann könnt ihr euch ein bisschen an den Sachen orientieren, die wir euch in dieses Video mit angehängt haben. Also ein paar Presseveröffentlichungen, ein paar wissenschaftliche Ergebnisse zu solchen Exoplaneten. Ja, und am Ende habt ihr vielleicht sogar so eine Postkarte illustriert. Die könnt ihr theoretisch euren Freunden schicken. Die freuen sich sicher über Post. Wir freuen uns immer über Post. Wir wünschen euch sehr viel Spaß dabei und wir sehen uns bald. Ciao.